So, jetzt haben wir schon eine ziemlich arge Dämmerung. Also man sieht selbst mit dem eigenen Auge wenig Details. Da hinten ist der Sportplatz. Und da ist ein schwarzer Hund. Ne? Da sieht man das Braun auch nicht mehr so gut. Komm. Ich hoffe, der Ton ist jetzt mal besser. Weil ich habe gesehen, das Teil hatte noch eine zweite Backplate oder wie man das nennt. Das ist hinten so eine zweite Rückklappe. Die hat vor allen Dingen Löcher drin, beziehungsweise zwei Schlitze, die auch das Eintreten von ein bisschen Akustik ermöglicht. Weil ich habe davor mit dem Unterwasser Ding gedreht und da habe ich gedacht, Menschenskinder, was ist bloß mit diesem Sound los? Aber so, ich gucke ja hier auch gerade auf den Bildschirm. Es geht eigentlich. Man muss halt immer bedenken, so eine kleine Kamera, die hat jetzt nicht gerade so einen großen Bildsensor. Soweit ich gesehen habe, kann man aber auch die ISO-Werte anpassen. Dennoch will ich so ein Ding eher am Tag verwenden. Ich bin jetzt nur am Schauen, welche Einstellung ich nutze. Was am besten ist. Von der Auflösung her werde ich sehr wahrscheinlich da bleiben. Auf Full HD. Ich habe jetzt eine andere Speicherkarte reingemacht, weil die anderen Aufnahmen doch sehr kriselig waren. Zum Teil auch, müsst ihr mal ganz genau beobachten, sind da auch Farbfehler drin. Vermute, es kommt von der Speicherkarte, weil das so eine chinesische Karte war. Die war mal dabei. Und jetzt ist eine von, ich glaube, Intenso oder ScanDisk oder so drin. Ich habe, glaube ich, sogar noch eine von Samsung. Mal schauen. Ja, also hier ist schon schwer. Ja, Jeff, Hauptsache ins Gebüsch, ja? Ja.